Nach anfänglicher Flaute am Finaltag kommt am Nachmittag doch noch die lang ersehnte Brise mit bis zu 8 Knoten Wind. In der ersten Liga holt sich Juan Kiel zum zweiten Mal den Spieltagssieg und hält damit weiterhin seinen Erfolgskurs. Doch mit 24 Punkten in 10 Rennen gewinnt der Verein diesmal nur knapp vor dem Segel- und Motorbootclub Überlingen mit 26 Punkten. In der zweiten Liga konnte der Jörsfelder Segelclub seinen Heimvorteil nutzen, dominierte über das gesamte Wochenende und beendet die Regatta mit einem ersten Platz auf dem Podium. In nur 2 Wochen geht es für die erste Liga beim Potsdamer Yachtclub und somit nochmals auf dem Wannsee weiter.